Ja, hallo, liebe Wander- und Outdoor-Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, endlich komme ich mal wieder raus in den Wald oder überhaupt in die Natur. Ich bin jetzt schon so lange nicht mehr rausgekommen. Und ja, heute habe ich ein bisschen Zeit am Nachmittag, die werde ich mal nutzen. Ich werde es mir gemütlich machen. Ich möchte einfach mal raus die Stille und die Natur genießen. Ja, was heißt Stille? Hier ist ein bisschen Autoverkehr noch zu hören. Ich hoffe, das vergeht dann irgendwann. Es ist ein wunderschöner Wald. Das Farblichtspiel von der Sonne ist unheimlich schön. Ja, und ich habe diese Tatanka Bowl dabei und ich möchte heute mal was zu essen machen, beziehungsweise richtig kochen. Das bei mir ja eher selten vorkommt, weil ich das überhaupt nicht leiden kann. Aber heute habe ich mal Lust darauf. Ja, und dann suche ich mir jetzt erstmal ein Plätzchen. Jetzt möchte ich erstmal ein bisschen gehen, dann suche ich mir ein Plätzchen. Und wenn ihr Lust habt mitzukommen, dann auf geht's, oder? Da kann man mal so richtig sehen, wie hauchdünn da so eine Birkenrinde ist. So ein Stück von der Birkenrinde. Wie Papier eben. Naja, es war jetzt eher so eine Info für die Leute, die vielleicht neu dabei sind und das noch nicht so wissen oder noch nicht ausprobiert haben mit der Birkenrinde. Ja, herrlich. Ist das schön. Es gibt doch nichts Schöneres, als wir einfach raus im Wald. Ziemlich cool eigentlich. Da hinten ist ein riesengroßer Steinhaufen und da habe ich jetzt einfach diesen großen Steinbrocken dahergenommen. Da kann ich dann gemütlich mein Kocher draufstellen. Ja, dann gleichzeitig auch einen Tisch. Ja, wieder mit dabei den M71 Kocher. Frisch aufgefüllt mit Idos Paste, die er mir geschickt hat. Ja, das ist der Tatanka Bowl. Edelstahl, leicht, ist als gedacht, also als einmal also Pfanne oder nur als Teller oder eben um Suppen, Wasser zu kochen. Also ich habe ja sonst immer den Tatanka Becher dabei, den Klappbecher, den jeder kennt. Und ich habe mir halt jetzt einfach mal dieses Teil hier bestellt, um das auszuprobieren. Bin ja mal gespannt, ob ich da mein Essen mit brutzeln kann. Schauen wir mal. Ja, und das ist mein Mampf für heute. Da habe ich hier vorgetrockte Kartoffeln und gewürzt, dann Zwiebeln klein geschnitten und Hähnchenfleisch. Und das habe ich mir jetzt dann mit ein bisschen Öl in diesen neuen Tatanka Bowl.
Ja, Guido, Brennpaste ist geil. Funktioniert. Ja, die gesamte Konstruktion mit dem MRM70 und dem Tatonka Bowl, also mit der Bratpfanne oder wie auch immer, ist ziemlich rutschig, weil die ist ja unten so leicht gebogen, geschwungen und hat so eine Rundung eben. Und da rutscht das ganz schön hin und her. Ich glaube, da ist es besser, wenn man den 71 in den Bobo reinmacht. Das glaube ich, werde ich beim nächsten Mal wohl so ausprobieren. Ja, aber es ist doch ziemlich schwankt. Ja, ich meine, das Essen wäre mal fertig, es hat lang genug gebrutzelt, Viertelstunde oder so. Das ist unglaublich, dass der M71, der hat überhaupt kaum an Brennpaste verloren. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ja, dann werde ich jetzt erstmal essen. Wir sehen uns dann gleich nochmal. Puh, so satt war ich auch schon lange nicht mehr hier draußen. Hat es echt gut geschmeckt. Es war zwar jetzt nicht so knusprig oder so, aber hat super geil geschmeckt. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, die Sonne geht langsam unter. Aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch einen Kaffee gönnen. Oh, herrlich. Ja, dann trinke ich auf euch, Freunde. Ah, gut, ist nicht so heiß, dann kann ich ihn gleich trinken, das ist optimal. Ja, was soll ich sagen? Ich werde dann zusammenpacken und gehe dann zurück. Das heißt, es ist eigentlich jetzt Ende. Ich genieße meinen Kaffee hier. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, wenn ihr diesen Tatonka Bowl näher betrachten wollt, ich habe unten in der Beschreibung habe ich den Link dazu, da könnt ihr mal drauf schauen. Ich finde das Teil nicht schlecht, also es ist halt jetzt nicht so wie eine Bratpfanne in der Hinsicht, aber trotzdem praktisch, mir gefällt das Ding. Mir hat Spaß gemacht. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal hier draußen im Wald. Macht es gut, servus, ciao.